Jahre vor dem Justice League Film und auch noch einige Jahre vor den Avengers fand ein mindestens genauso ambitioniertes Crossover-Event in Star Wars statt. Die 19-bändige Erbe der Jedi-Ritter-Buchreihe. In dieser kamen Charaktere und Storylines aus dutzenden anderen Büchern, Comics und Videospielen zu einem großen epischen Event zusammen. Und ich glaube, etwas Ähnliches plant Disney auch jetzt schon für den Star Wars-Kanon. Etwas, das stark mit Thrawn zu tun hat. Was das genau ist, was alles darauf hinweist und warum das ein Anzeichen für eine super Zukunft für Thrawn ist, schauen wir uns heute in diesem Video an. Aber jetzt erstmal, was war die Erbe der Jedi-Ritter-Buchreihe überhaupt? In dieser wurde die Star Wars-Galaxis von der Spezies der Yuuzhan Vong bedroht, die aus einer anderen Galaxis kam. Um gegen die Vong siegen zu können, kamen Charaktere aus so ziemlich allen bisher erschienenen Romanen, die nach Episode 6 spielten, zusammen. Seien es Jedi, imperiale Admiräle oder Politiker der Neuen Republik. Was wir von den Yuuzhan Vong wissen, ist, dass sie schon Jahrzehnte vor der eigentlichen Invasion Späher in die Galaxis geschickt hatten und dass die Chiss, das Volk Thrawns, in den unbekannten Regionen schon vor den Klonkriegen einige Auseinandersetzungen mit diesen Spähtrupps hatten. Das letzte Erbe der Jedi-Ritterbuch ist 2007 veröffentlicht worden und somit Legends, wodurch dann natürlich auch die Yuuzhan Vong nicht kanonisch sind. Doch im Kanon wurde in den neuen Thrawn-Romanen eine neue Spezies eingeführt, die einige Ähnlichkeiten mit den Yuuzhan Vong hat, die Grisks. Zu diesem Zeitpunkt gibt es leider noch keine Illustrationen von ihnen, weshalb ich euch, wenn ich über die Grisks rede, erstmal coole Bilder der Vong zeigen werde. Diese Grisks sind eine Spezies, die in den unbekannten Regionen leben, genauso wie die Chiss und später dann auch die Erste Ordnung. Dort scheinen sie recht viel Raum einzunehmen und viele andere Spezies versklavt zu haben. Mitglieder dieser Grisk-Spezies zwangen sie, für sie zu kämpfen oder beim Misserfolg zu sterben. Im neuesten Thrawn-Buch, Thrawn-Verrat, wird beschrieben, dass die Grisks kurz vor der Schlacht von Yavin vereinzelt in die bekannte Galaxis vordrangen und dort das Imperium ausspähten und beklauten. Thrawn kann das da natürlich herausfinden, verbindet sich mit einem Schiff seiner Spezies, die die Grisks verfolgt hatten, und schafft es, die Grisks dort zu vernichten. Doch das auch nur durch einige Tricks. Thrawn mit seinem Sternzerstörer Chimäre und die Chiss mit ihrem Schiff hätten alleine vermutlich keine Chance gegen die Grisks gehabt. Das zeigt also, dass die Grisks sehr fortschrittlich sind und selbst das Imperium, was so viel für militärische Forschung ausgibt, Probleme hätte, gegen die Grisks zu bestehen. Und wir sehen hier auch, dass die Grisks den Yuuzhan Vong aus Legends recht ähnlich sind. Sie stammen nicht direkt aus der Star Wars Galaxis, sie benutzen starke Waffen, die denen der bekannten Star Wars Galaxis nicht wirklich ähnlich sind und die aber auch gleichzeitig stärker zu sein scheinen als imperiale Waffen. Und sie fangen schon vor der Fertigstellung des Todessterns an, Teile der Galaxis auszuspionieren. Aber was hat das Ganze jetzt mit der Zukunft von Star Wars und Thrawn zu tun? Naja, wir wissen ja, dass Thrawn am Ende der 4. Staffel von Star Wars Rebels mit Ezra verschwunden ist. Und uns wurde mehrmals bestätigt, dass Thrawn nicht tot ist. Gleichzeitig wissen wir, dass Thrawn seine rechte Hand Eli Vento zu den Chiss geschickt hat, um eine erste Verbindung zwischen dem Imperium und den Chiss aufzubauen. Und diese Informationen stammen alle aus ca. einem Jahr vor der Schlacht von Yavin. Danach wissen wir bisher nichts über Thrawn, die Chiss oder die Grisks. Thrawn-Verrat hätte die Möglichkeit gehabt, Thrawns Schicksal nach Rebels zu erkunden. Das ist aber nicht passiert. Entweder weil Timothy Zahn, der Autor der Thrawn-Romane, das nicht wollte, oder weil er es nicht durfte. Denn ich glaube, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir werden die Chiss und vielleicht auch Thrawn in Episode 9 zu sehen bekommen. Denn die Chiss-Aszendenz scheint im Kanon recht groß in den unbekannten Regionen zu sein. Genauso wie die Grisk-Hegemonie. In den unbekannten Regionen, in denen auch die Erste Ordnung groß geworden ist. Dann wäre es komisch, wenn die Erste Ordnung sich dort einfach so breit machen kann, ohne eine Einmischung der Grisks oder der Chiss.
Oder was ich wahrscheinlicher finde, ist die Möglichkeit, dass all diese Hinweise aus Rebels und den Thrawn-Romanen auf eine Story nach Episode 9 hindeuten. Eine Geschichte, in der mal nicht die Sith das große Übel sind, gegen das die Helden der Star Wars-Galaxis kämpfen müssen, sondern eben die Grisks. Und um gegen die Grisks ankommen zu können, müssen sich dann in der kommenden Geschichte alle zusammentun. Damit meine ich alle Überlebenden von Episode 9. Also vermutlich Rey und Teile des Widerstands, deren Verbündeter und vielleicht auch Überlebende der Ersten Ordnung. Sowie dann aber auch die Chiss, aber auch Thrawn und Ezra, die dann wieder auftauchen werden. Dabei könnte Thrawn seine alte Position in der Chiss-Aszendenz wieder übernommen haben. Wie Ezra damit reinspielen kann, weiß ich allerdings noch nicht so ganz. Vielleicht kann er davon überzeugt werden, bei den Chiss zu bleiben, weil er einsieht, dass die Grisks eine wesentlich größere Bedrohung für die Galaxis sind als das Imperium. Das Ganze geht eine lange Zeit gut, doch irgendwann werden die Grisks zu stark und Thrawn, Ezra und die Chiss müssen Unterstützung beim Rest der Galaxis suchen. Und diese könnten sie dann bei Rey, Poe, Finn und dem Widerstand oder einer neuen Republik finden. Vielleicht aber auch noch bei anderen neuen Charakteren, die bis zur Veröffentlichung von so einem Projekt neu in den Kanon kommen. Das Ganze könnte als Film umgesetzt werden, doch ich glaube, dass da eine Serie wahrscheinlicher ist. Thrawn ist zwar einer der bekanntesten Star Wars Charaktere, der noch nie in einem Film zu sehen war, aber die 0815 Star Wars Fans, die nur die Filme gesehen haben, werden nicht unbedingt wissen, wer Thrawn ist. Da macht es schon eher Sinn, Thrawn in einer Serie auf Disney Plus auftauchen zu lassen. Das Ganze könnte viele Teile der bisherigen kanonischen Star Wars Geschichte zusammenführen. Teile aus den bisherigen Serien, vor allem aber aus Rebels, Teile aus Romanen, aus Comics und natürlich aus den Filmen. Ähnlich wie eben Avengers als Crossover-Event die Charaktere aus den verschiedenen MCU-Filmen zusammenführte. Ist das Ganze aber jetzt wahrscheinlich, dass das passiert? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Noch vor ein paar Jahren hätte ich so einen Gedanken noch vehement verneint. Mittlerweile halte ich aber so gut wie alles für möglich. Vor allem, weil es hier um Thrawn geht. Timothy Zahn hat mit Thrawn in der Thrawn-Trilogie in den 90ern Star Wars am Leben gehalten und neu belebt. Und auch jetzt im neuen Kanon sind die neuen Thrawn-Bücher definitiv der Höhepunkt, wenn es um Romane geht. In den letzten fast 30 Jahren ist Thrawn zu einem der beliebtesten Star Wars-Charaktere außerhalb der Filme geworden, der auch alte Legends-Fans potenziell wieder an den neuen Kanon binden könnte. Deshalb bin ich mir zu 100% sicher, dass wir in Zukunft noch einiges von Thrawn hören und sehen werden. Genau das gleiche denke ich auch über die Grisks und die Chiss. Diese sind zwar weder so bekannt noch so beliebt wie Thrawn als einzelner Charakter, aber so wie sie vor allem jetzt im letzten Thrawn-Roman beschrieben wurden, wird bei ihnen auch an einer größeren Zukunft gearbeitet. Ob das Ganze dann aber wirklich zu einem großen Star Wars Crossover-Event wird, in dem Charaktere aus den unterschiedlichsten Medien zusammentreffen, weiß ich nicht. Interessant wäre es sicherlich. Momentan hätte ich aber das Gefühl, dass Star Wars sich das Recht dazu noch nicht erarbeitet hat. Denn im MCU waren es 5 Filme innerhalb von 5 Jahren, die speziell auf diesen großen Avengers-Moment hingearbeitet haben. Und im Fall von Der Erbe der Jedi-Ritterreihe waren es dutzende Bücher, die im Laufe von fast 30 Jahren entstanden waren, aus denen die Charaktere zusammenkamen, um gegen die Yuuzhan Vong zu kämpfen. Somit haben wir bei Avengers 4 Hauptcharaktere aus 5 Filmen und bei Erbe der Jedi-Ritter dutzende Hauptcharaktere aus aberdutzenden Werken, die da zusammenkommen. Für so ein neues Star Wars Crossover-Event würden mir bisher nur die Charaktere aus der Sequel-Trilogie, Ezra aus Rebels und eben die Charaktere aus den Thrawn-Romanen einfallen, die für so etwas genutzt werden könnten. Deswegen würde ich mir wünschen, falls die Geschichte um Thrawn und den Grisks überhaupt auf so ein größeres Crossover-Event hindeutet, dass sich Star Wars damit noch ein wenig Zeit nimmt, neue Charaktere in den Kanon einführt, sei es jetzt über Filme, Serien, Romane, Comics oder Videospiele, um diese dann noch damit reinnehmen zu können. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mir vorher nichts Neues von Thrawn wünschen würde. Seit 2017 hat Timothy Zahn jedes Jahr einen neuen Thrawn-Roman rausgebracht und ich fände es super, wenn nächstes Jahr auch ein neuer Roman erscheinen würde, der vielleicht Thrawns Geschichte nach Rebels weitererzählt. Aber was sagt ihr? Was würdet ihr von einer etwas größeren Crossover-Geschichte innerhalb des Star Wars-Universums halten? Und hofft auch ihr in Zukunft noch mehr von Thrawn zu sehen?
haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen Frage aus der Community. Nick Nickel 20 schreibt: Es wurden ja bereits einige Sachen vom alten Kanon, jetzt Legends, in den neuen Kanon eingeführt, wie zum Beispiel Thrawn, Darth Bane oder der Nahkampfstil Teres Kasey. Was ist, wäre das nächste, was vom Expanded Universe kanonisiert wird oder werden könnte? Gute Frage. Und da sie soweit gefasst ist, ist die Antwort im Prinzip so ziemlich alles. Denn wenn der Kanon es nicht gerade durch irgendetwas unmöglich macht, es zu kanonisieren, stehen da die Türen eigentlich für alles offen. Was zum Beispiel nicht geht, ist so jemanden wie Jason, Jaina oder Anakin Solo zu kanonisieren. Denn diese waren in Legends die Kinder Han und Leias. Im Kanon haben wir da aber schon Ben und eben nur Ben Solo. Ansonsten ist wie gesagt alles offen. Wen ich mir wünschen würde, wären Mitglieder der Sonderstaffel, die wir in den X-Wing-Romanen kennengelernt haben, sowie auch Revan und seine komplette Legends-Geschichte. Aber was sagt ihr dazu? Wen würdet ihr gerne kanonisiert sehen? Haut es unten in die Kommentare. Und wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich am Ende eines Videos beantworten soll, schreibt sie mit dem Hashtag FragSWB hier unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch ein Video mit 50 Fakten über Klone sehen wollt, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!